die Mods sind da. Herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming zu einer weiteren Vorstellung der Mods, die heute am Montag, 7. März im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Wir sprechen heute von einem Update und 10 neuen Mods, die heute herausgegeben worden sind. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bei Arnold und Tobias bedanken für die Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Wir befinden uns hier auf der Calmston Farm. Warum die Calmston Farm? Nein, es gab kein Update für die Calmston Farm. Es ist einfach eine Karte, die ich wieder mal hervorgeholt habe. Und zwar auch mitunter, weil ich einen kleinen Hinweis in eigener Sache machen möchte. Und zwar haben wir auf unserem Discord ein Crossplay-Server eingerichtet, wo ihr zum Teil diese Geräte, die da stehen oder die herauskommen, gleich in das Gameplay von dem Multiplayer-Server auf der Calmston Farm, der cosplay-tauglich ist, installiert. Also das heißt, falls ihr möchtet, könnt ihr gerne auch auf diesen Server gehen und mitspielen, mithelfen, sobald diese Mods draußen sind. Also ihr seid herzlich willkommen, einfach unseren Discord beizutreten und dann eben auch die Zugangsdaten für diesen Crossplay-Server zu erhalten. Wenn nicht ich, dann ist auf jeden Fall Darius oder Matt Eagle auf jeden Fall da, um euch dann den Zugang zu gewähren. So, und wie immer starten wir mit den Updates. Und zwar kommt das eine Update heute zu den Windkraftanlagen, und zwar dem Paket von Rajak. Downloadgröße 1,68 MB in der Version 1.1.0. und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, dass hier die Logos der Windkraftanlagen geändert worden sei. Die Updates beiseite, kommen wir auch gleich zu der ersten neuen Mod. Und zwar handelt es sich hier um das Lindner Unitrack Pack. Und zwar kommt das von Giant Software selbst. Downloadgröße 51,79 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit 5 verschiedenen Einheiten. Zum einen natürlich den Unitrack 122 L-Drive, welcher eine Leistung standardmäßig von 122 PS hat, wird stufenlos geschaltet, hat 100 Liter Tankfüllmenge für Diesel, Maximalgeschwindigkeit bei 50 km/h, Gewicht 4,1 Tonne und kostet 153.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Trelleborg und Mitas. Dann bei den Anhängerkupplungen kann vorne eine 3-Punkt-Kupplung hinzugefügt werden oder zurück zu Standard. Und bei den Hauptfarben haben wir die Möglichkeit zwischen dem Rot und dem Orange zu wählen. Natürlich können wir hier das Kennzeichen hinzufügen, respektive verändern. Dazu haben wir natürlich dann 4 verschiedene Aufsätze. Wir fangen an mit dem Agrar 3200. Hat ein Tankvolumen von 3200 Litern für Wasser, Gärreste und Gülle, ein Gewicht von 890 Kilo, eine Arbeitsbreite von 10 Metern und die Arbeitsgeschwindigkeit von 16 km/h. Der Preis 20.000 Euro. Die Verteiltechnik kann gewählt werden zwischen dem Prallteller und dem Schleppschlauch oder dem Schwenkverteiler. Das sind die 3 Optionen, die wir hier haben. Dann kommen wir zum Lyant Swiss Elite S31, das ist ein Ladewagenaufsatz für Stroh und Heu, kommt mit einem Volumen von 12.000 Litern, einem Gewicht von 1,2 Tonnen und einer Arbeitsgeschwindigkeit von 17 km/h. Der Preis hier 21.500 Euro. Dann haben wir den Stöckel, den Mistral 3400 SR, hat ein Ladevolumen für Mist von 3400 Litern, ein Gewicht von 770 Kilogramm, Arbeitsbreite 12 Meter und die Arbeitsgeschwindigkeit von 16 km/h. Preis hier 20.000 Euro. Und zu guter Letzt haben wir natürlich die Plattform von Lindner selbst mit einem Ladevolumen von 2000 Litern und einem Gewicht von 850 Kilo. Der Preis hier ist 2500 Euro plus den Zusatz, jetzt hier zum Beispiel die Plattform. Die Plattform und ein 3-Punkt-Aufsatz oder nur der 3-Punkt-Anbau.
Das sind die Optionen, die wir hier haben. Keine der drei Optionen ist kostenfrei. Also die günstigste ist die Plattform 3500, dann die Plattform plus den 3-Punkt für 8500 oder nur den 3-Punkt Anbau. Das wären dann 5000 Euro. Hier haben wir die Farboptionen, genauso wie beim Truck, zwischen Rot und Orange. Oben drüber haben wir ein bisschen komisch hingestellt diesen Dieselkanister. Dieser kommt vom FSSA Modding Team, Downloadgröße 1,94 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Dieselkanister natürlich gefüllt mit Diesel, und zwar mit 20 Litern, Gewicht 37 Kilogramm und kosten 20 Euro. Hier kann beim Design geändert werden von grün zu altem Grün, grau und altem Grau. Das sind die vier Optionen, die wir hier haben. Diese Kanister kann natürlich mit Spanngurten befestigt werden. Die nächste neue Mod heißt Krone Big X 580, kommt ebenfalls von Giants Software. Downloadgröße 16,45 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieser kommt standardmäßig mit einer Leistung von 585 PS, einer Tankfüllmenge für Diesel von 1220 Litern und 115 Litern DEF. Maximalgeschwindigkeit 40 km/h, hat ein Ladevolumen von 20 Litern, also nicht sehr viel, und natürlich einem Gewicht von 14,2 Tonnen. Der Grundpreis 355.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, BKT, Vredestein und Trelleborg. Und dann kann hier natürlich noch entsprechend die Reifenvariante geändert werden. Und natürlich auch kann das Kennzeichen geändert respektive hinzugefügt werden. Dazu gibt es den Easy Collect 600-2, das Schneidewerk. Kommt mit einem Gewicht von 3 Tonnen, braucht eine Leistung von 580 PS, hat eine Arbeitsbreite von 6 Metern und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 10 km/h. Der Kostenpunkt hier sind 80.000 Euro. Die nächste neue Mod heißt Tatra Phoenix 6x6 Agro Truck und kommt ebenfalls von Giants Software mit einer Downloadgröße von 12,05 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieser kommt standardmäßig mit einer Leistung von 462 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Dieseltankfüllmenge von 440 Litern, 45 Litern DEF, 80 km/h Maximalgeschwindigkeit und ein Gewicht von 10,1 Tonne. Der Preis hier 129.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, BKT und Trelleborg. Die Anhängerkupplung, da kann hinten ein Zugmal hinzugefügt werden oder ohne. Des Weiteren können die Farben geändert werden, und zwar bei der Hauptfarbe haben wir die Standardpalette und bei den Felgenfarben haben wir Grau, Chrom, Weiß oder Schwarz. Die nächste neue Mod heißt Lizard R90 Rechen, kommt von Hispano, Downloadgröße 9,8 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich ein Schwader, wir kennen ähnliche Geräte schon von der Ballenpresse von Klaas, die ebenfalls mit so einem Teil vorne kommt. Braucht 20 PS Leistung, hat eine Arbeitsbreite von 10 Metern und 30 Zentimetern. Eine Arbeitsgeschwindigkeit von 18 km/h und kostet 32.500 Euro. Bei den Hauptfarben kann gewählt werden aus der Standardpalette, die Designfarbe ebenso und die Felgenfarbe natürlich auch. Das sind alle Konfigurationsmöglichkeiten dazu. Also sehr praktisch, vorne dies am Trecker anhängen und hinten gleich die Ballenpresse respektive den Ladewagen anhängen. Wir kommen zum Göweil BZT. Und zwar ist dies ein Rundballenzerteiler, kann sowohl zum Abwickeln von Silage, Heu und Strohballen als auch zum Transport genutzt werden. Dieses kommt von Agra Design Austria mit einer Downloadgröße von 1,56 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieses kommt so daher, das heißt, da kann eine Balle geladen werden, Gewicht 148 Kilo und Kostenpunkt 2150 Euro. Die Designfarbe kann geändert werden zwischen Blau oder Gelb.
was eigentlich nur den Schriftzug betrifft. Und kann entsprechend verwendet werden, Ctrl und Steuerung und I. Und dann sehen wir, dass hier die Balle zerkleinert wird. Und somit können Tierställe natürlich entsprechend befüllt werden. Mal ein anderes Konzept, aber ganz schön gemacht, sehr platzsparend. Toll, sehr gut. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod, und zwar ist das das Kalbacher Winter Equipment. Kommt von ITS, Downloadgröße 18,12 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Equipment-Paket mit drei verschiedenen Werkzeugen. Zum einen dem STS 300 3P, natürlich einem Schiebeschild mit einem Gewicht von 2 Tonnen, einer Arbeitsbreite von 3 Metern und kostet 18.000 Euro. Das Design kann hier geändert werden zu einer Plane, die oben drüber kommt. Eine Räumleiste, die oben drüber kommt, oder beides zusammen, oder die Standardversion. Dann der Anbaukupplungstyp ist entweder Standard-Char oder Konturbeleuchtung, Char hochgezogen, Standard-Char. Das sind die Optionen, die wir hier haben. Dazu kommen zwei Schneefräsen, und zwar ist die eine die Arcade-Schneefräse, was bedeutet, dass die Arcade-Version mit mehr Leistung und einfachem Handling daherkommt und die Pro natürlich dann mit ein bisschen mehr Realismus, wiegt eine Tonne, braucht 200 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3 Metern und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 20 km/h. Bei den Konfigurationen kann hier hinzugefügt werden, also ein kurzer Kamin plus Extension, ein langer Kamin und ein langer Kamin mit Extension. Das sind diese Optionen hier. Ansonsten können wir hier ändern, ob hier die Kufen bleiben oder ob hier Räder hinkommen. Die nächste neue Mod geht in dieselbe Richtung rein, kommt auch von ITS, Downloadgröße 1,53 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar wiegt diese Fräse 720 Kilogramm, braucht 90 PS, hat eine Arbeitsbreite von 2,5 Metern und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 10 km/h. Der Preis hier 9.500 Euro. Hier gibt es keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Wir kommen zum Brückenset von Rajak, Downloadgröße 2,03 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar finden wir dieses Set im Baumenü natürlich unter Dekoration und Sonstigem. Dann haben wir hier zum einmal diese kleine mobile Brücke, die ist eine kleine. Dann haben wir die große mobile Brücke. Wir haben die überdachte Brücke, wie wir sie hier stehen haben. Oder wir haben eine große Holzbrücke auf Pfeilern, also so wie sie hier steht. Die Kosten bewegen sich zwischen 5.000 und 25.000 Euro zum Platzieren. Der Unterhalt pro Tag bewegt sich zwischen 5 Euro und 15 Euro pro Tag. Die nächste neue Mod kommt von Flasti94, heißt großer Kuhstall für 240 Tiere, hat eine Downloadgröße von 9,14 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist im Prinzip ziemlich einfach, ist ein Kuhstall mehr oder weniger wie der Standard. Wie der Standard-Kuhstall im Spiel. Da gibt es auch zwei Optionen, einmal mit und einmal ohne Roboter. Hier können, wie gesagt, 240 Tiere beherbergt werden. Zu finden natürlich unter dem Tiermenü und den Ställen, dann Kühen. Dann haben wir hier zum einen mal den Kuhstall groß, das ist so, wie wir ihn hier stehen haben. Oder dann gibt es eben denselben Stall, jedoch mit dem hinzugefügten Futterroboter, also den können wir hier dann sehen, also auch ziemlich Standard. Auf jeden Fall sehr, 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 sehr praktisch, denn auch hier wurde natürlich die Futterkapazität, die Strohkapazität, die Güllekapazität und die Milchkapazität erhöht, so damit also tatsächlich auch sehr gemütlich die 240 Tiere, die hier gehalten werden können, entsprechend ernährt und gesund und glücklich sein könnten. Das war es denn schon auch wieder von hier, vom Mr. Bauer Gaming aus dem Kalmsten Projekt, wo wir einen Multiplayer aufgestellt haben,
für Crossplay. Also die Konsolenspiele sind hier ganz, ganz herzlich willkommen, hier mitzumachen. Bitte einfach bei uns im Discord melden. Den Link zum Discord findet ihr in der Videobeschreibung. Einfach melden und dann kriegt ihr die Zugangsdaten zum entsprechenden Server. Bitte nicht vergessen, wir werden morgen Abend um 18 Uhr einen großen Mitmach-Stream machen, und zwar von der Hobos Hollow. Bitte aufmerksam sein, wir werden im Verlauf des Tages werden wir dann die Download-Daten zukommen lassen, damit die korrekten Mods installiert sind und natürlich auch entsprechend zeitlich zum Start dann auch die Login-Daten, damit ihr auch rechtzeitig mitmachen könnt. Es muss gemacht werden. Ein großes Kartoffelfeld, zwei große Baumwollfelder, es müssen Sachen besät werden und es gibt natürlich dann auch weitere andere Projekte und Arbeiten, die auf diesem Projekt dann ausgeführt werden müssten. Es würde mich freuen, wenn ich dich oder den anderen hier morgen auf diesem Kanal im Livestream bei diesem Mitmach-Stream begrüßen dürfte, und dann freue ich mich schon jetzt auf dich. Dann würde ich mal sagen, genieß den Montag. Einen schönen Tag dir noch. Danke, tschüss und hasta luego.